Willkommen bei Medizinmensch. Die Krankheit Gicht befällt typischerweise den großen Zeh. Doch auch größere Gelenke, wie zum Beispiel die Knie, können von Gicht befallen sein. Eine derartige Attacke kann allerdings auch durch eine andere Erkrankung ausgelöst werden, die sogenannte Pseudogicht. Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie. In diesem Video erkläre ich die Unterschiede von Gicht und Pseudogicht und wie du die beiden zuverlässig unterscheidest. Ein Anfall sowohl von Gicht als auch Pseudogicht präsentiert typischerweise als eine sehr schwerwiegende plötzliche Entzündung eines oder mehrerer Gelenke, die durch Kristalle ausgelöst wird. Diese Kristalle sorgen für die Anlockung und Aktivierung von Immunzellen und diese Immunzellen bewirken Rötung, Entzündung und somit auch starken Schmerz in den betroffenen Organen. Der Unterschied ist die Art des auslösenden Kristalls. Bei der Gicht sind es sogenannte Harnsäurekristalle, die man hier in dieser Abbildung sehen kann. Es sind diese nadelförmigen Strukturen, die aufgrund eines zu hohen Harnsäurespiegels im Blut im Gelenk sich bilden können und unter bestimmten Voraussetzungen diese Immunzellen aktivieren. Das bedeutet, dass die Gicht durch eine zu hohe Harnsäure im Blut begünstigt wird. Bei der Pseudogicht handelt es sich um die Bildung von Kristallen, sogenannten Calciumpyrophosphatkristallen, die, wie ihr hier seht, eine völlig andere Struktur und auch andere optische Eigenschaften besitzen. Und die Bildung dieser Kristalle wird durch unterschiedliche, also durch andere Stoffwechselstörungen begünstigt. Sowohl bei Gicht als auch Pseudogicht ist im akuten Anfall die Therapie sehr, sehr ähnlich. Also bei beiden geht es darum, eine Schmerzstillung zu bewirken, eine antientzündliche Therapie einzuleiten, so die Symptome in den Griff zu bekommen, dass dieser akute Anfall möglichst schnell und mit möglichst geringem Schmerz behandelt werden kann. Wenn ihr Fragen zur Behandlung eines Anfalls von Gicht oder auch Pseudogicht habt, empfehle ich euch mein Video dazu, was ich euch hier verlinke. Warum ist dann eine Unterscheidung so wichtig zwischen Gicht und Pseudogicht, wenn die Behandlung doch ähnlich verläuft? Zum einen geht es um die Vorbeugung weiterer Anfälle. Also wenn ein Anfall, ein vermeintlicher Gichtanfall, nicht wirklich durch Gicht entsteht, dann ist natürlich eine Senkung der Harnsäure nicht nötig und auch nicht hilfreich. Sagen wir, ein Pseudogichtanfall durch Calciumpyrophosphatkristalle kann ausgelöst werden, ganz egal, wie hoch oder niedrig ein Harnsäurespiegel ist. Im Gegensatz zur Gicht ist also eine Senkung der Harnsäure bei Pseudogicht nicht hilfreich und sollte vermieden werden, wohingegen andere Gichtmedikamente, wie zum Beispiel Colchicin, durchaus eine Rolle in der Vorbeugung von Pseudogichtanfällen haben. Zum Zweiten ist die Pseudogicht häufiger mit bestimmten anderen Stoffwechselstörungen vergesellschaftet. Zum einen die sogenannte Eisenspeicherkrankheit oder Hämochromatose. Bei einer zu hohen Eisenspeicherung kann es zu verfrühter Arthrose in bestimmten Gelenken kommen, unter anderem auch in Gelenken, die nicht typischerweise zu Arthrose neigen, wie zum Beispiel den bestimmten Knöcheln. Also eine Veränderung dieser Gelenke und ein Pseudogichtanfall könnte ein Anzeichen für diese Eisenspeicherkrankheit sein. Also als ein wichtiger Laborwert wäre zum Beispiel der Ferritintest dann typischerweise sehr stark erhöht. Und auch andere Schwierigkeiten treten ein, kann aber sehr schwierig zu diagnostizieren sein und Pseudogicht wäre ein mögliches Hinweiszeichen dafür. Zum anderen auch bestimmte Störungen, also der Nebenschilddrüsen, des sogenannten Parathormons, das zuständig ist, den Calciumhaushalt zu regulieren. Es sind halt calciumhältige Kristalle. Das bedeutet, dass eine Störung des Calciumgleichgewichts auch eine auslösende Ursache sein kann. Sehr selten kann es auch zu bestimmten genetischen Mutationen kommen, ein sogenanntes ANK-Gen, und betroffene Personen haben einfach eine sehr starke Neigung zur Pseudogicht. Weiterhin kann ein Mangel an Magnesium Pseudogicht begünstigen. Falls ihr Fragen zu Magnesium und Magnesiummangel habt, verlinke ich euch ein Video meines Kollegen Dr. Weigel zu dem Thema. Was lässt nun daran denken, dass eine Gelenkattacke durch Pseudogicht ausgelöst ist? Zum einen, welches Gelenk beteiligt ist. Also wie schon erwähnt, eine typische Stelle für einen Pseudogichtanfall ist das Kniegelenk, was natürlich auch von normaler Gicht heimgesucht werden kann. Aber für Pseudogicht ist es sehr, sehr charakteristisch.
Und diese Pseudogichtanfälle des Kniegelenks entstehen typischerweise in Verbindung mit Arthrose, also des normalen Gelenkverschleißes quasi des Kniegelenks. Auch normale Gicht kann natürlich das Kniegelenk betreffen. Aber es gibt gewisse Hinweise, zum Beispiel im Röntgenbild. Also hier ist ein Röntgenbild eines Kniegelenks abgebildet. Also hier ist quasi der Oberschenkelknochen und so weiter. Hier ist das Kniegelenk, hier ist der Gelenkspalt. Also das Beispielgelenk hier hat eigentlich einen sehr gesunden Gelenkknorpel. Also der Gelenkspalt hier ist nur sehr mild verschmälert. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man hier in diesem Bereich eine Veränderung. Und ich vergrößere das mal. Und man sieht hier diese linienförmige Ablagerung von diesem weißlichen Material. Und dieses Bild entsteht dadurch, dass sich dort Calciumkristalle bilden. Also hier sind lineare Calciumkristalle abgelagert im Gelenksknorpel. Der Name dafür ist die sogenannte Chondrokalzinose. Chondrokalzinose ist ein unterstützendes Anzeichen für mögliche Pseudogicht in diesem Gelenk. Es ist nicht garantiert. Viele Leute haben das ohne Pseudogicht zu haben, aber es unterstützt die Diagnose. Zusätzlich zu diesem chronischen Schmerz berichten dann Patienten mit Pseudogicht oft von einer zusätzlichen Attacke, dass sich dieser Schmerz, der schon chronisch besteht, aber dann noch mal deutlich verschlechtert. Und wie gesagt, häufig sind diese Entzündungsattacken selbstlimitierend, das heißt, die gehen nach einiger Zeit wieder weg. Und bei Begutachtung durch den Arzt ist dann möglicherweise diese Entzündung schon wieder verschwunden, bis dann einige Zeit später möglicherweise ein weiterer Pseudogichtanfall auftreten kann. Die typischen Gelenke für die Pseudogicht sind die Kniegelenke, aber auch andere Gelenke, vor allem Sprunggelenk oder Handgelenke, können davon betroffen sein. Der zuverlässigste Test, wenn irgendwelche Unklarheiten zwischen Gicht und Pseudogicht bestehen und die Unterscheidung notwendig ist, ist die Gelenkspunktion und die Analyse der Gelenkflüssigkeit. Also es wird mit Hilfe einer Nadel eine gewisse Menge an Gelenksflüssigkeit entnommen und diese unter dem Mikroskop begutachtet. Und je nachdem, welche Art der Kristalle man nun dann sehen kann, kann man mit Sicherheit sagen, ob jemand an Gicht oder Pseudogicht oder etwas ganz anderem leidet. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, bitte gebt ihm ein Like, damit es noch mehr Leute sehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmensch.